Meine Damen und Herren, liebe Studieninteressierte, ich möchte Sie herzlich begrüßen zur Vorstellung dieses neu strukturierten Bachelorstudiengangs Umwelt- und Geoinformationsmanagement an der Hochschule Karlsruhe. Mein Name ist Detlef Günther Dieringer, ich bin der Studiendekan dieses Studiengangs. Mit was beschäftigen wir uns in diesem Studiengang? Sie sehen jetzt hier sehr viele unterschiedliche Stichworte auftauchen. Das heißt, es ist ein interdisziplinärer Studiengang mit vielfältigen Themen aus dem Umweltbereich. Und die ganzen Umweltdaten haben natürlich auch einen Raumbezug. Und deswegen ist diese Schnittstelle Umwelt- und Geodaten sehr sinnvoll und ist in diesem Studiengang durchgeführt worden. Ein Beispiel von diesen Stichworten möchte ich Ihnen näher erläutern. Das ist dieses Stichwort Big Earth Data. Wo kommen diese Big Earth Data auf einmal her? Wieso ist das so ein neues Stichwort? Dazu ein Foto von 2005, Verkündigung des deutschen Papstes Benedikt in Rom. Ist schon ein bisschen her. Und 8 Jahre später, 2013, wurde dann der Papst Franziskus verkündet. Und in diesen 8 Jahren ist natürlich viel passiert, aber Sie sehen, dieselbe Zielgruppe, die da vor Ort in Rom war, hat jetzt ihre mobilen Endgeräte dabei, die es 2005 noch gar nicht gab. Und damit können die natürlich nicht nur schöne Fotos machen, sondern sie werden alle gefunden. Sie haben alle GPS an Bord. Sie können selbst navigieren. Sie können entsprechende Services bekommen über ihren Standort. Und wenn eben jeder so ein Smartphone hat, entstehen bei dieser Benutzung eben dann eine Art von diesen Big Earth Data. Wo man das verwenden kann zum Beispiel, ist hier der Screenshot, werden Sie vielleicht kennen, aus Google Maps mit den Verkehrsinformationen. Wo ist Stau, wo ballt sich der Verkehr, wo ist freier Verkehr? Wie machen die das? Auf der Basis von den Smartphones und von den Navigationsgeräten, die in den Fahrzeugen verbaut sind, werden diese Geokoordinaten abgerufen, anonymisiert natürlich. Und aus der Bewegung dieser einzelnen Positionen kann dann werden die gefiltert, ob sie auf der Autobahn sind, ob sie auf dem Parkplatz stehen, in der Stadt stehen, werden gefiltert und dann ausgewertet, wie schnell sie sich bewegen und dann in fast Echtzeit in diesen Kartensystemen visualisiert und dargestellt. Und dann kann man sehen, aha, ich will heute von Karlsruhe nach Stuttgart fahren, oh, da fahre ich vielleicht besser mit dem Zug, weil die A8 mal wieder zu ist. Also das ist so ein klassisches Beispiel für diese Big Earth Data. Wie wenden wir das jetzt in dem Bachelorstudiengang Umwelt- und Geoinformationsmanagement an? Erst ein paar organisatorische Punkte. Wir haben also 30 Studienplätze, starten dann immer zum Wintersemester und jetzt im Wintersemester 21/22 zum ersten Mal in dieser neuen Struktur. 2 Semester Grundstudium, das 5. Semester ist ein Praxissemester und im 7. Semester findet dann unter anderem die Abschlussarbeit, die sogenannte Bachelor-Thesis, statt. Der Studiengang basiert auf 3 Säulen. Das ist einmal natürlich die Umweltanwendungen im Raum und die Technik der Geoinformationstechnologie, die diese Umweltanwendungen unterstützt und erst möglich macht. Und natürlich dann Informatik und Data Science. Das heißt, wir arbeiten dort mit diesen Methoden, um dann die Umweltanwendungen durchführen zu können. Das Ganze basiert natürlich auch auf Basisinformationen wie der Mathematik und anderen Qualifikationen. Hier sehen Sie die Fächerstruktur des Studiengangs, wieder mit diesen 3 Säulen, Umwelt, Geoinformationstechnologie, Informatik und Data Science. Im Umweltbereich beschäftigen wir uns hier zu Beginn mit der Basisinformation zu Erde und Klima und der Ökologie. Bei den Geodaten eben auch hier die Basisinformation, was gibt es da für unterschiedliche Geodaten, Werkzeuge dazu, wie ich die bearbeiten kann. Und die Informatik zieht sich eben, Sie sehen das, ganz durch bis ins 6., 7. Semester, immer ein Modul, in dem Sie Ihre Kenntnisse in dem Bereich ständig ausbauen können. Die Mathematik gehört eben auch dazu, in den ersten 2 Semestern wird dort die entsprechende Basis gelegt. Im Hauptstudium ab dem 3. Semester wird es eben dann fachbezogener, da gehen wir mit dem Umweltmonitoring an den Start, indem wir verschiedene Geoinformationstechnologien dort anwenden. Ein Beispiel dazu haben wir hier bei Satellitenbildauswertungen, indem wir zum Beispiel die Landschaftsveränderungen analysieren, die über die Jahre hinweg entstehen und versuchen, Maßnahmen dagegen zu planen. Es sind so viele frei verfügbare Satellitenbilder derzeit unterwegs. Manche Leute sprechen von dem goldenen Zeitalter der Satellitenbilddaten. Es gibt das sehr schöne EU-Sentinel-Programm,
wo also täglich Terabytes an Daten zur Verfügung stehen. Dann kommen wir zur Umweltmodellierung. Basierend auf diesen Daten werden eben dann Modelle für unterschiedliche Sachverhalte angelegt. Hier jetzt zwei Anwendungen im Hochwasserbereich, entsprechende Simulation und Visualisierung auf der rechten Seite und links ein Ausschnitt aus einer Karte zu einem Forschungsprojekt, was im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz in den letzten Jahren hier durchgeführt worden ist. Dann die Big Geodata hatten wir ja schon kurz angerissen, werden in den nächsten Jahren natürlich immer einen größeren Raum einnehmen, Massendaten aus Social Media, die den Raumbezug auch haben und uns wichtige Informationen liefern über unterschiedliche Sachverhalte, eben auch umweltbezogen. Dann zum Webmapping, also Internetdarstellung. Die linke Karte kennen Sie vielleicht jetzt alle, man guckt täglich gebannt drauf. Corona-Karte, wie die Entwicklung in den Landkreisen ist. Diese Technik, die hinter diesem Dashboard steht, das setzen genau wir hier ein. Und unsere Studierenden erlernen das, wie sie solche Daten, auch in dem Fall umfangreiche Massendaten, analysieren und auch visualisieren können. Mobile-Karten-Apps, das Ganze dann runtergebrochen eben für mobile Endgeräte, weil sie die wichtigste Internetplattform inzwischen geworden ist und man auch die für die Datenerhebung weltweit entsprechend nutzen kann. Und dafür müssen die Anwendungen dann angepasst werden. Stichwort Smart-City-Applikationen. Immer mehr Menschen leben in den Städten und immer mehr Sensoren dienen dazu, um das Ganze gut strukturieren zu können, ob das jetzt Gebäudedaten sind oder hier von Energieversorgern über Wasser, Strom, Elektrizität, Gas. Überall sind Sensoren verbaut, die das Ganze dann am Leben erhalten. Und die einzige Schnittstelle dieser ganzen unterschiedlichen Sensoren ist wiederum die Geokoordinate und über diese können diese Daten dann ausgewertet und analysiert werden. Gut, und Bereich 3D-Visualisierung, Augmented Reality, 3D-Anwendungen, auch da tut sich in den letzten Jahren sehr viel mit VR-Brillen oder eben Augmented Reality-Anwendungen, wie hier, wenn das virtuelle Haus dann auf dem Schreibtisch erscheint. Auch dort wird es ganz unterschiedliche Anwendungen in vielfältigen Bereichen geben. Eine davon möchte ich Ihnen hier zeigen. Das ist eine App-Entwicklung hier an der Hochschule in unserem Studiengang. Das ist die sogenannte Karlsruher Zeitmaschine. Die können Sie sich im Google Play Store runterladen und für Android installieren und dann in der Stadt in Karlsruhe verschiedene historische Gebäude anschauen. Und dazu haben wir hier ein kleines Video.
Das war es soweit zur inhaltlichen Struktur des Studiengangs. Was machen wir nebenher noch? Wir machen natürlich Exkursionen. Das ist ein Bild vom Besuch in Berlin beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Wir waren 2018 bei Google in München und sind immer gerne auf der weltgrößten Messe für Geoinformationstechnologie, der Intergeo, die 2018 in Frankfurt, 2019 in Stuttgart, 2020 in Berlin, leider natürlich digital, aber wir hoffen, dass das in der nächsten Zeit auch wieder mit Studierenden möglich sein wird. Wer bei uns studieren möchte, sollte folgende Interessenslagen mitbringen. Das eine sind natürlich die Umweltfragen. Wir kümmern uns um unsere Umwelt. Heißt jetzt nicht, dass wir laufend im Gelände rumlaufen und Frösche sammeln oder Ähnliches, sondern wir arbeiten mit digitalen Methoden, die ich Ihnen vorgestellt hatte, an aktuellen Umweltfragen. Deswegen aber auch die geografischen Fragestellungen. Umweltdaten haben immer einen Raumbezug und deswegen ist das, diese Schnittstelle dort wichtig. Und wir arbeiten eben mit den Informationstechnologien. Das heißt nicht, dass wenn Sie zu uns kommen, dass Sie perfekt programmieren können müssen. Ganz im Gegenteil, Sie lernen das hier von Null auf und sollten aber offen sein für die Techniken, weil ohne die kriegen wir diese Probleme gar nicht in den Griff. Was machen die Absolventen unseres Studiengangs? Das teilt sich etwa auf. Ein relativ großer Teil, fast 50%, schließt noch einen Masterstudiengang an, sei es bei uns an der Hochschule, den internationalen Geomatics oder an anderen Hochschulen in Deutschland. Und die andere Hälfte geht dann arbeiten. Da gibt es auch wieder eine Zweiteilung. Die eine Hälfte geht in den öffentlichen Dienst, denn das sind die Kollegen, die sich eben um den Umweltschutz kümmern. Und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen, sei es im Bund, auf Landesebene, hier in Karlsruhe die Landesanstalt für Umweltschutz, in den Regierungspräsidien oder den kommunalen Behörden bei den Städten und Gemeinden. Zum einen im Umweltschutz, zum anderen im Geoinformationsbereich. Die andere Hälfte wechselt dann in die Privatwirtschaft. Da sind es klassischerweise so mittelständige Ingenieurbüros, aber auch IT-Dienstleister. Die gehen in die Transportplanung, in der Energieversorgung sind im Moment viele unterwegs, die das schnelle Internet auch in den Schwarzwald bringen und das entsprechend planen. Gut, hier ein paar Beispiele von Absolventen. Diese Informationssysteme zum Beispiel ist eine IT-Firma, die speziell im Umweltbereich für die Behörden Anwendungen entwickelt. Die Altus AG beschäftigt sich europaweit mit Windkraftstandorten und das Europäische Institut für Energieforschung macht genau das, wie es heißt. Also das sind diese unterschiedlichen Arbeitgeber. Jetzt komme ich zum Ende. Alle weiteren Informationen finden Sie natürlich auf unserer Website. Und wenn Sie konkretere Fragen haben, können Sie gerne auch mir eine Mail schicken. Ich versuche die dann so zeitnah wie möglich zu beantworten. Damit komme ich zum Ende. Würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auf dem Campustag online oder offline sehen oder dann aber im kommenden Herbst hier an der Hochschule. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute.